Achtung, Bürger von Danworth. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordes. Ich betäub sie mal lieber. Ich weiß nicht, ob die mich verraten oder so. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise hinaus wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher. Ah, kann ich nicht rein, gut. Sanders Foot, not Bullets. Okay, da hoch kann ich. So. Sanders Foot. Sent us foot, no bullets. Wo waren hier? Ach, da war's, genau. Das ist nichts Schönes. Nee, wirklich alles. Rune. Da muss ich also irgendwie runter. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Ah, bisschen verrückt. Oh. Alter Marsch! Kann ich doch nicht mitrechnen! Scheiße, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Finde Emily. Optionale Aufgaben. Sorge dafür, dass... Was bringt denn Schiff da jetzt? Okay. Scheiße, ich weiß nicht mal, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe. Hätte ich mit der reden sollen? Ach, egal. Ist jetzt auch zu spät. Bringt nichts, darüber zu grübeln. Wir haben eine Rune. Eine von sieben Runen. Oh, sei cool. Vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte. Ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ha, also, wer war jetzt die Lumpengräfin? Irgend so eine... Ja. Eine Frau. Hab ich jetzt nicht so ganz gepeilt, was die macht. Oder was sie war. Aber hier war ich schon. Weiter nach oben geht's nicht. So, Lichtwand, Rune. Aktiviere ich nochmal hier. Nachtsicht. Auf der Bottle Street bleiben. Erst will ich noch die anderen hier haben. Kugeln. Ja, damit. So, hier oben scheint nichts mehr so feindliches zu sein. War ich da oben? Nee, da oben war ich noch nicht. Eventuell. Geil. Mutters Tagebuch.
Achter Eintrag. Vierter Tag, Monat des Regens. Morris ist krank, die Kinder ebenfalls. Ich bin bislang verschont geblieben, was mein Glück ist. Denn ich bin ja dafür zuständig, mich um sie alle zu kümmern. Neunter Eintrag. Die Stadtwache kommt und geht, klopft an die Türen und fragt nach Spuren der Seuche. Selbst unsere Nachbarn kann ich nicht mehr trauen. Früher war es schwer, die Kinder ruhig zu halten. Jetzt schlafen sie die meiste Zeit über. Zehnter Eintrag. Jetzt sind die Fliegen da. Ich versuche sie zu verscheuchen, aber ich kann kaum herankommen. Sie stechen so? Die Fliegen stechen? Morris antwortet mir meist nicht mehr, wenn ich ihn von der anderen Seite des Zimmers her anspreche. Elfter Eintrag. Morris ist tot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt ruht meine ganze Hoffnung auf den Kindern. Als ich kurz vor der Dämmerung das Haus verlassen habe, fand ich einige Seuchensäcke in einem Wachposten und nahm sie unbemerkt mit. Es hat etwas gedauert, aber ich habe Morris in einen der Säcke verfrachtet. Jetzt ist wenigstens sein Gesicht verhüllt. Zwölfter Eintrag. Der kleine Robert ist gestorben. Der strahlende Stern meines Himmels fort. Die nächste Seite wurde herausgerissen. 5 Tage fehlen oder 5 Einträge. 17. Eintrag. Elise hat mitten in der Nacht aufgehört zu atmen. Sie war so ein willensstarkes Mädchen. Ich kann kaum glauben, dass sie nicht durchgehalten hat. Sie war immer in der Nähe, wenn ich Hexenfische oder Gemüse zubereitet hat. Hat immer mit mir gestritten über alles. 18. Eintrag. 4. Tag. Monat des Windes. Ich kann es nicht mehr abstreiten. Sie sind tot. Ich habe sie alle verloren. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Totenzähler zu rufen. 19. Eintrag. Auch ich habe jetzt das Fieber. Die Wachen machen einen großen Bogen um mich. Tja. Hat wohl auch nicht überlebt. Verarbeitetes Walöl haben wir hier. Ist das da ein Buch? Nee. Alles klar, ihre Familie. Zeitlose Kinderreime. Auszug aus einer Sammlung lehrreicher Geschichten für Kinder. Man sagt, dass Jimmy Whitcomb Riley ein Kämpfer war. Freunde nannten ihn Smiley. Die Straßen hinauf und hinab rannte, freimütig zu allerlei Verbrechen sich bekannte. Er hing ab auf der Bottle Street mit üblen Typen, warf Steine in Fenster, wovor sich andere hüten. Begann Schlägereien, flohen und versteckten sich dann, hielten den Bauch sich vor Lachen, an sie kam keiner heran. Smiley liebte Speis und Trank tagsüber gar sehr, das Prügeln und Krakehlen bei Nacht fast noch mehr. Betrunken und allein fiel er in einen Schlummer auf den Brücken am John Clavering, ganz ohne Kummer. Als er erwachte, etwas Sonderbares erfand, seltsamer als ein Wolfshund-Musikant. Ein blauer Hexenfisch war er geworden, ganz rar, und wusste nur noch, dass sein Name Smiley war. Man singt noch heute über Jimmy Whitcomb Riley Lieder, doch gesehen hat man ihn danach nie wieder. Entschuldigung, passt gut in so ein Gedicht rein. Doch er schwamm hinauf und hinab, fragt ihr mich, trank Wasser aus dem Fluss und schrie, warum ich? Tja, ja. Erzählung eines Walfängers Band 1 hatten wir schon gelesen. Scheint es hier auch mehrfach zu geben. Das hatten wir schon. Gucken wir mal in den nächsten Raum. Oh, geil. Oh, ich glaube mal, dass es sich so einfacher gestaltet, hier entlang zu kommen. Aber ich will natürlich noch das Artefakt haben. Da vielleicht? Da. So, komme ich hier denn da rein? Nee, auch nicht. Ich will das Knochenartefakt haben, verflucht.
17 Meter. Das schaue ich mir mal besser an. Ups, nee, hier geht's nicht weiter. Wow. Schläger? Och man. Wow! Alter Schwede! Was ist denn das für ein Scheiß-Freak? Zack! Alter Schwede, spuckt der hier einfach Feuer? Ich bin gefangen! Kann ich hier vielleicht... Ja, kann ich. Sehr schön. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griths Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Ah, cool. Jetzt kriegen wir da einen Bonus. Jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Geil. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin... Heißt das plündern? Komm von mir aus. Solange er mich nicht plündern will. So, was haben wir hier? Hier ist nichts, da ist nichts. Ebene weiter oben. Wie komme ich ein Stockwerk weiter hoch hier? So komme ich ein Stockwerk weiter hoch. Jawohl, ein Knochenartefakt und ein Buch dazu. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemanns Traditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben. Von einem alten Hasen an den einen grünen Schnabel. Oh Gott. Puh. Der noch nicht auf einem schwankenden Deck geradeaus gehen kann. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Männer Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf der Insel nördlich von Tyvia lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft einen kleinen Segen verleihen. Oder vor Schwangerschaft schützen. Pff. 75 Münzen. Pff. Geil. Kerzen ausblasen. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Dann haben wir ein neues Knochenartefakt. Albinos, du begegnest öfters weißen Ratten. Mal einfach mal, ich weiß zwar nicht, was das bringt. Ich würde mal raten, weiße Ratten sind nicht aggressiv. Aber ich weiß es nicht. Von daher. Und das war's mit dir, Junge.